So, jetzt legt euch bitte alle mal ins Bettchen. Oh. So, jetzt wichsen wir uns die Morgenlatte. So, hier ist es perfekt. So, weiter geht's. Würde ich nie tun. Das hat sich so ironisch angehört gerade. Das hat sich so ironisch angehört, mein Freund. Es sollte leicht ironisch rüberkommen. Ah, jetzt kackt dein Internet wieder ab, glaube ich. Ja. Meins. Ja. Ich bin da. Ja, du bist da. Oh, geil. Oh, das war jetzt dumm. Da liegt ein Apfel, den will ich haben. Ich hab einen Apfel. Oh, geil. Jetzt geh ich runter und mach meine Workbench. Hier ist ein Schwein, das rumbackt und jetzt backt es nicht mehr rum. Ich hab es getötet. Ich fühle mich schlecht, weil ich ein Schwein getötet hab. Ja, wieso? Die Pfeile sind mir. Ey, wer tötet Hunde? Ich war's nicht. Das war ein Huhn. Ich hab grad ein Dings getötet. So. Ein Dings, eine Spinne. Ja. Aber. Nee, ich weiß nicht, warum ich gerade einen Hund mit dem Huhn verwechselt habe. Andersrum. Ja, doch. Ja. Ja, ich mach das Schwein. Weil das dieses irgendwie so angehört hat wie das Winseln oder so. Ja, hier. Genau deswegen. Aber irgendwie ist es doch abnormal. Das hört sich doch nicht wirklich so an. Hier sind Schafe im Baum. Alter, warum platziere ich Blöcke doppelt? Doppelt. Wahrscheinlich so. Da hat niemand gemerkt. Alter, schon wieder? Ich drück nur einmal auf die Maus, weil meine Maus geht kaputt. Und dann platzierst du doppelt. Ja. War eiskalt. Musst du mal tun, ist geil. Das ist heiß, das macht einen geil. Nein, Schwein, bleib stehen. Nein, das bleibt jetzt nicht stehen, nur für dich. So. Aua. Huch. Ich hab Hunger. Fuck, ich sollte mir mal einen Schwanz machen. Oh, das war jetzt irgendwie typisch Caillou Flash-like. Nom 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 nom. Ich sollte mir mal einen Schwanz machen. Back dir ein Eis. Hallo. Geil. Wie geil? Nee, nix geil. Was Penis geil? Wer geil? Ich geil. Ich mag's, nee, sonst baue ich mich. Hä? Da baue ich mich unterirdisch zu deiner Base, ne? Voll aggressiv, geil. Junge. Ja, so dass wir das so ein bisschen so verbinden, so wie eine Binde. Voll Connecticut. Was? Connecticut. Connection last. Ja, ich weiß. Ich hab's Connecticut gesagt. Bam, ist mir egal. Ich brauch Tools in Unreal Tournament. Boah, Internet ist heute so gut wieder von allen von uns irgendwie, ne? Ja. Warum? Bei mir ist immer gut. Wundertoll. Boah, Alter, diese Blöcke doppelt platzieren, die Aktion von meinem Dings, das ist ätzend. Und deiner Maus, voll ohne das hab toll. Ich auch, das liegt aber meistens am Server. Raus da, ich muss hier Blöcke platzieren. Ah, nicht schlagen. Ich schlage dich nicht, schlage deinen Arsch. Aber morgen. Übermorgen, warte. Hä? Achso, das war ja ein Blatt, das verschwindet ja. Ich brauche jetzt Cleanstone, aha. Hast du mich verarschen? Hast du mich verarschen? Nein, hab ich. Ich? Nein, du. What? Warum hab ich gemacht? Nicht schlagen. Aua. Alter. Ich boah, das staubt nicht. Das hat voll Radar gemacht, ja. Boah. Staubt nicht. Boah, Max, meine Maus ist mir unheimlich. Ich glaube, ich hol mir eine neue. Ist Gott gleich. Die war sauteuer, meine. Irgendwann geht alles mal kaputt. Ja, irgendwann, ich hab die nicht mal ein halbes Jahr. Oh, na dann. Warum geht denn die kaputt? Ja, vielleicht solltest du einfach mal reingucken. Warte mal, die kriegt man nicht auf, die ist nicht geschraubt, die ist zusammengesteckt. Nee, irgendwie ganz verdingst. Aber hier, der Yannick hat eine richtig geile Maus, hat mir einen Link geschickt. Richtig heiß. Obwohl die meisten, die sehen, ich weiß nicht, die sagen, die denken irgendwie, die ist kaputt. Warum ist das so eine Razer-Maus da, die du auseinanderbauen kannst? Das ist eine Red 7. Von Razer, nee, oder? Ja, von Cyborg. Ach, diese ja, die man auseinanderbauen kann, ne? Ja, mit dem Imbusschlüssel hinten drin. Ja, das finde ich so unnötig, weil die irgendwie voll komisch aussieht und ungemütlich. Die ist voll gemütlich. Wenn man die richtig einstellt, ist die total gemütlich. Ja, aber ich habe mal gesehen, dass die einfach in so einem komischen Karton kommt, den du dann auch noch, wo du alles zusammenbauen musst. Nee, auf gar keinen Fall. Der Karton ist auch noch total geil. Wie viel hatten die gekostet? Darf man doch sagen. Ich glaube, irgendwas, ich weiß nicht, 80 Euro oder sowas. 89, kann das hinkommen? Weiß ich nicht. Und hat sich die Investition gelohnt für den Anleger hier unter uns? Natürlich, immer. Ich suche mir eine Tastatur hast du auch für 70, oder?
Irgendwie sowas. Ich glaube, die hat 74 bei Saturn gekostet. Boah, und dein Mikrofon wahrscheinlich 100 irgendwas, ne? Nein, 89 mit Ständer. Oh, oh. Der Ständer wurde dabei geliefert. Was hast du denn für eins? Hast du dieses SC4400 oder wie das heißt? Ja, das Timon SC440. Ich verstehe gerade nur Bahnhof, aber... Bahnhof? Wie kannst du das denn weiter am Bahnhof verstehen? Ich mag Züge. Hab ich als kleines Kind echt gedacht, wie kann man da Bahnhof verstehen? Habe ich ehrlich gedacht. Ich habe als kleines Kind gedacht, wenn man in einer Bahn sitzt, dass sich die Welt bewegt und die Bahn einfach nur steht. Ehrlich? Da habe ich aber auch mal drüber nachgedacht. Das ist ja, ich habe da nachgedacht drüber. Ja, also, das wäre doch voll cool, wenn ich jetzt so godlike wäre und die Erde... Nein! Die Erde sich unter mir wegbewegt, anstatt der Zug sich über die Erde. Mhm. Das wäre sweet. Und auch, es gibt so geile Überlegungen, wa? Ja, vor allen Dingen habe ich mir auch überlegt, dass... Man denkt ja immer, ein schwerer Gegenstand fällt schneller als ein leichter. Und ich habe... Und jetzt... Wissen ja schon viele, dass die gleich schnell fallen in Luft, dass wenn die also das ist nicht von Gewicht, also von der Masse abhängt, sondern vom Oberflächenvolumen, vom Luftwiderstand. Also dass die im luftleeren Raum gleich schnell fallen und sofern sie im luftvollen Raum, also nicht im Vakuum fallen, auch gleich schnell fallen, sofern sie dieselbe Fläche, Oberfläche. Also theoretisch kann man eine riesige Villa in so ein komisches Ding reinstecken und eine Feder daneben und die würden gleich schnell. Genau. Du könntest aber auch eine volle Flasche, stell dir eine halbe Liter PET-Flasche vor, da fällt eine volle... Eine PET, Peter? Ne, okay, ich bin ruhig. Eine volle fällt genauso schnell runter wie eine leichte, weil die denselben Luftwiderstand haben. Und ich hab, das wissen wir ja eigentlich schon alle, das habt ihr bestimmt alle schon davon gehört. Und ich habe auch so eine dumme Überlegung angestellt, dass die leichte eigentlich, Alter, warum nehme ich immer Sand? Weil ich Doppelklick, ja. Dass die leichte schneller fällt. Mhm. Weil die Erde weniger hat, was sie beschleunigen muss. Die Erde beschleunigt ja mit einer Beschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist ja, also Meter pro Sekunde Quadrat ist ja das, ja, ihr versteht nur Bahnhof, ne? Nee, eigentlich nicht, aber du lässt gerade voll den Physik-Leistungskurs raushängen. Tut mir leid. Ich höre gerade die ganze Zeit gar nicht zu, weil ich sowieso weiß, dass das nichts bringt. Ja, ich verstehe das wenigstens ansatzweise, aber wo hast denn du das alles her? Ich meine, sowas würde ich niemals auswendig lernen, interessiert mich sowieso nicht. Also das mit der Erdbeschleunigung, ja, also genau. Gravitation, dann 9,81, die Zahl hat man im Kopf. Und das hatten wir jetzt gerade vor kurzem in Physik, weil wir den waagrechten Wurf und den senkrechten Wurf und also so Bewegungsabläufe gemacht haben. Da ist ja die Geschwindigkeit, die Beschleunigung spielt ja alles eine große Rolle und deswegen wusste ich das jetzt nochmal genau, aber... Ja, wir haben momentan so ein, hier Elektrizität und so... Ach, das ist süß, das ist eigentlich so einfach. Keine Ahnung, ich interessiere mich nicht so unbedingt dafür. Ja, du bist Informatiker eher, ne? Ja. Warum, was geht mit meiner Maus? Das ist abnormal. Ey Max, ich habe jetzt so eine... Da kann ich in Battlefield voll cheaten, das ist wie so ein Burst-Trigger-Controller, oder wie die hier heißen. Okay, heißt es eigentlich nicht. Ich hab's schon was unser Infolehrer jetzt mit uns machen will, ist irgendwie voll... Ja, irgendwie voll, ich weiß nicht, ist eine Herausforderung. Aber bei der RWE gibt es seit Schul... immer seit des Beginn des Schuljahrs gibt es irgendwie so einen Wettbewerb von wegen die Kinder oder die Schüler denken sich LOL. Halt... Ja, genau. Ja. Die Schüler denken sich irgendwas aus zum Thema Energiesparen, Elektromobilität oder sonstiges. Und unser Lehrer, beziehungsweise der Lehrer, der mit uns den Informatikkurs macht, ist übrigens auch mein Infolehrer, der hat vorgeschlagen, da die Leute, die halt im Infokurs sind, schon einen gehobeneren Intelligenzquotienten haben. Ja, Nur ein Zitat. Von einem Schüler, also von einem Klassenkameraden von mir, sagen wir so. Und auf jeden Fall sollen wir jetzt da irgendwas machen zum Thema IT, bla bla bla. Und wir haben uns halt überlegt, so von wegen bla bla und so. Ne? Ja. Versteht ihr alles? Ja. Nein, ob zum Beispiel beim Computer ein
300 Watt Stromnetzteil, 500 Watt Stromnetzteil oder 800 Watt Stromnetzteil oder vielleicht sogar ein 750er, ich weiß es nicht. Das habe ich dich vorhin gefragt, wenn ich mir die neue Grafikkarte hole, du hast mir den gar nicht mehr. Nein, das gehört jetzt gar nicht dazu. Ich laufe die ganze Zeit die Treppe hoch und runter. Erzähl. Da zum Thema Elektromobilität. Ja. Erzähl, komm. Wann ein PC halt mehr Strom verbraucht oder mehr, ja, haben wir uns ja überlegt. So. Ja, und wann tut er das? Das wissen wir noch nicht. Wir haben da das ja erst heute überlegt und so. Der hat halt die Idee und da sollen wir uns mal Gedanken drüber machen. Und bla bla, wir kriegen auch von der RWE gibt es Sponsorengelder, die irgendwie in der Sekundärstufe 1 und 2 bis zu 1000 Euro hoch sind. Wow. Halt, wir kriegen... Ey, hol ich mir einen Sponsor. Wir würden einen PC gesponsert kriegen, damit wir den Quatsch da machen können. Und ein paar Netzteile halt. Geil. Um dann zu gucken, was halt mehr Energie... Also ob ein Bildschirmschoner zum Beispiel mit irgendwas drauf mehr verbraucht oder ohne irgendwas drauf. Drauf. Jetzt mal ganz niederrheinisch ausgedrückt. Ja. Ja, das ist aber cool. Dann habt ihr wenigstens mal was Schönes in der Schule. Wir hatten, also wo ich es aufgegeben habe, war Roboter programmieren. Oh Gott. Ja, das wollten wir machen. Alter. Wir wollten so ein Lego Mindstorm NXT. Ja, genau, das hatten wir gemacht. Ich habe das gehasst, weil die Befehle waren so trocken. Da, ja gut, du kannst dir was von da vorstellen. Schön, toll, ficken. Und du kannst auch eine Fapping Machine bauen. Ja, aber das war ätzend, weil das Ding, das ist so eine schlechte Qualität, wenn du dann den Farbsensor hast, dass der auf einer bunten Linie, oh, Level up, ey, dass er auf einer bunten Linie stehen bleibt. Ja, bitch, please, warum? Ja, ist doch eigentlich geil. Ja, aber es ging nicht. Der konnte nicht schwarz von weiß unterscheiden. Ich meine, hallo? Hä, vielleicht ist er farbenblind, da kann er aber auch nicht für. Oder vielleicht ist er einfach so, dass es ihm egal ist, welche Hautfarbe jemand hat und der deswegen das nicht, aber okay. Nur sowas denkt ja keiner wieder nach. Ich fange. Ein nicht rassistischer Roboter, das ist ja unmöglich. Ja, genau. Jeder Roboter sollte ein bisschen homoerotisch und ein bisschen rassistisch sein. Wenn wir jetzt beim Essen zugucken. Ja, aber das war der erste Vorschlag, dass wir irgendwas damit machen sollen zum Thema Elektromobilität. Aber da hat. Ja, das ist doch sexy, das ist doch voll cool, sowas. Oder vor allem. Ja, da musst du dir aber erstmal was überlegen. Warte, hol dir ein 100 Watt Netzteil und eine Grafikkarte, die 300 Watt braucht, und schließ das mal an und guck, was denn passiert. Ja, das hat ein Kumpel von mir, der hat sich einen PC zusammengestellt, hat nicht dran gedacht, dass er ein Netzteil das braucht. Der hat das Netzteil gar nicht. Ja doch, aber... Achso, aber ein ganz, ganz schlechtes, aber was mit 50 Watt, okay, das ist jetzt ein bisschen... Jo, nee, der hat halt saugute Sachen eingebaut, aber das Netzteil hat er gelassen halt, er hat aufgestockt. Das ist sowieso generell das Wichtigste. Das ist echt cool. Ja, und da mache ich mir gerade übelst Gedanken jetzt. Gelesen, jemand hat sich einen knapp 3000 Euro PC zusammengestellt, eine Wasserkühlung reingemacht, aber eine billige für 15 Euro und die ist dann aufgeplatzt, also nicht aufgeplatzt, sondern ist kaputt gegangen. Das ganze Wasser in die Teile reingelaufen. Das ist scheiße. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir niemals einen Wasserkühler holen würde. Ja, aber man kann sich auch welche für 200 holen und dann hast du solche Probleme. Die Garantie, dass die nicht kaputt gehen, also ja. Wenn man es richtig einbauen lässt oder selbst einbaut und davon Ahnung hat, dann ist es. Ja, aber garantiert ist es ja nicht unbedingt, dass es nicht kaputt geht. Ups. Nee, aber man. Ja. Und wenn du dann. Wenn du dann. In Atlantis? Wenn du dann Pech hast, dann hast du halt irgendwie Pech. Ja, Pech. Pech ist groß. Wie lange wollen wir noch aufnehmen? Fällt mir jetzt erst ein, weil mein PC geht gleich wieder aus, also Laptop. Bluescreen-like aus, oder? Nee, 5 FPS-like aus. Okay, warte, ich mach hier noch die Stones rein. Warte, ich noch, muss ich halt noch warten, bis die fertig sind. Und dann gehen wir, ne? Oh, wir nehmen erst. Und auf dem Fest, wo ich gerade war, auf dem Wissenschaftsfest, da war auch der Weltfest. Wie heißt das denn? Wir hatten auch mal sowas. Ich bin da nicht hingegangen. Das hieß Nacht die Wissenschaft. Nicht Nacht der Wissenschaft, sondern Nacht die Wissenschaft. Gutes Deutsch. Nee, das heißt Nacht die Wissenschaft. Also du kriegst dadurch Wissen, angeblich. War der weltbeste Einradfahrer. Ich fahre ja auch Einrad. Also ich habe das mal getan. Ich kann das auch noch, denke ich. Jetzt so fest. Ich stelle mir das gerade vor. Da sitzt der kleine süße Jonas auf dem Einrad mit so einem Lollipop im Mund. So ein Idiot. Ich habe noch nie einen Jungen gesehen, der Einrad fährt. Ja, doch, bitch, please. Ich habe das im Dorf zum Mainstream gemacht. Ich war der erste Mensch bei uns in der Gegend, der sich ein Einrad geholt hat. Ein halbes Jahr später hat jeder eins gehabt. Ja, damals war ich jeden Tag ein paar Stunden Einrad fahren. Hallo, ich hatte kein Leben. Nee, jetzt habe ich eher kein Leben, aber ist egal. Ich habe hier übrigens mal eben kurz den ganzen Stuff, den ich hatte, hier hingeschmissen. Liegen Sachen. Da liegen Sachen. Jetzt habe ich viel. Mach das wieder weg. Denk dran, die Clean Stones im Ofen, die brauche ich, sonst wird die Aufnahme nicht enden. Ach, ich hab sie gerade rausgenommen.
Ja, ich habe deinen, du willst Schluss machen. Ich kann noch länger aufnehmen. Das war Spaß. Lol, warum liegen da Sachen? Die habe ich da hingelegt, habe ich doch gerade gesagt, ey, hör mir mal zu. Ich hab keinen Platz. Geh mal aus deiner. Eine Spinne. Ich hör's. Und du so, ah. Lol, lol. Nein. Was werfe ich weg? Jo. Jetzt hab ich wieder irgendein Zeug von dir. Nimm's auf und mach's in die Truhe. Rupert, nimm's auf und mach's in die Truhe. Ja, ich bin dabei. Ich nenne ihn jetzt so. Der heißt gar nicht Rupert, aber ich nenne ihn Rupert, weil ich es kann, weil ich böse bin. Ich bin ein böser Bubu-Junge, ja, ja. Erstmal meinen Rücken strecken, ey. Ist der Stuhl ungemütlich. Hört sich bei dir auch komisch an? Was? Ah, Creeper! Oh, Alter. Aber es hat nicht dein Haus kaputt gemacht. Ja, das machst du da wieder zu. Warte, ich geb dir Erde, aber du machst es zu, okay? Badabuu. Nee, du hast noch Erde. Nimm die, benutz die. Oh mein Gott, noch ein Creeper! Nein, oder? Ja, doch, ich Mann. Sehe gar nicht 3 FPS und deswegen werde ich das ja jetzt erstmal auch nicht zumachen, sondern wegrennen. Da ist ein Creeper, was geht? Oh Mann. Da ist voll die dicke Creeper-Party. Doch, Creeper. Ich komme zur Rettung. Die Rettung naht. Boah, ich hole mir, glaube ich, irgendwas mit 50.000. Na, mein Creeper hier ist tot. 180 Grad Ansicht in Minecraft. Was holst du dir? Ich hole mir einfach eine 180 Grad Ansicht, bis ich so viel bis 180 Grad Ansicht habe. Und dann kann ich keinen mehr überraschen. Wahrscheinlich schon, ne? Das ist irgendwie doof. So, ich würde sagen, das war's auch mal, weil. Achtung, Skelett! Ich hör's nur noch so. Ich schepper es um. Ich hab die XP, ja. So, ich würde sagen, wir gehen alle mal in mein Haus. Fuck. Ah, Creeper! Bam! Wir gehen alle ins Haus, wir gehen alle ins Haus jetzt. Da kommen ja drei Creeper rein. Hubert, komm schnell! Ich bin die Schotten schließen sich. Wie der Titanic, weißt du wie. Okay, dann würde ich sagen, das war's. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Der Max steht Moffler in der Ecke, weil er weint, weil er dann Creeper. Wegen dir sind zwei Creeper gestorben. Nein, doch nicht wegen mir, ne? Die armen Creeper. Das so Creeper gesagt, okay. Creeper. Du hast gerade deinen Kopf, der war gerade voll komisch und du hast voll den Kopf so verdreht und so. Lol. Okay. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ja, bitteschön fürs Zusehen. Bitte. Ja, schaut bei MyGamersLP vorbei. Schaut bei Max GI Skills vorbei. Und ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Und schaut bei Ragezone vorbei. Und schaut bei GI Skills vorbei. Wie motiviert, ja, ich bin raus, ciao. Okay, danke fürs Zusehen und ciao. Tschüssi.